Willkommen zurück bei einem Tower Defense hier bei Gameplay Deluxe. Ich bin Zocker Andy und wir spielen Iron Heart 2 The Underground Paradise. Wir hauen uns gleich in den Level 16. Schau mal, was da los ist. Den kennen wir schon. Was kommt, was kommt, was kommt. Hoffentlich nicht zu viele Fliegenden. So, ja, was kommt da? Die Seite hier, das heißt, was können wir denn da machen? Hier ein MG. Und das gleich Zunder und hier was gegen die Fliegenden. Soweit sollte das hinhauen. So schnell wie möglich hier upgraden. So, auf der anderen Seite kommen sie jetzt auch. Das ist scheiße. Hier das MG, hier was gegen die Fliegenden und das upgraden. So, das hat jetzt sein müssen. So, diese Seite ist jetzt safe. Jetzt werden wir diese Seite hier nur ein bisschen safen. Stopper. Boah, da lässt man die Tower einschlafen. So eine Made. Scheiße. Den großen lassen wir durch. Ich schau, dass wir die anderen hier platt machen. Boah, da wird jetzt einiges durchgehen. Oh, die rechte Seite, da kriegen wir richtig auf den Latz hier. Wer lässt denn hier die Tower einschlafen? Der da. Ach du Scheiße. Kann man das nicht abschießen, das Ding da? Jo, da ist jetzt einiges durch. Aber Gott sei Dank, wenn der Große reingeht, glaube ich, zählt er nur als 1 hoffentlich. Plus das Schiff da. Was? Ne, der zählt als mehr wie 1. Haha. Das haut hier richtig rein, Leute. Da weiß man gar nicht, was man zuerst machen soll. Das ist scheiße. Also, zuerst diese Seite. Boah. Das ist hart hier. Die Seite muss auch sein. Echt schwierig. So, hier müssen wir was gegen die Fliegenden machen. So. Den Dicken müssen wir unbedingt aufhalten. Stopper, Hammer. Also, mehr die rechte Seite hier safen. So, wir müssen hier so ein MG draus machen. Und hier auch. Also mehr die rechte Seite ist wichtig. So, jetzt den Fettsack da. Jo, wir haben es geschafft. Schwierig, 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 aber interessant. Sehr interessanter Level. Die Kanonen sollen mehr Damage machen. Nehmen wir Level 17. Wieder ein neuer Level. So, kurze Übersicht. Wo kommen die? Von da unten? Oh, okay, da kommen die Fliegenden. Wo gehen die lang? Quer durch oder wie? Das ist jetzt blöd. Dann werden wir hier sowas nehmen. Upgraden hier für die Fliegenden. Das ist blöd.
So, und hier werden wir ein schweres MG hin. So geht es. Bisschen was wird durf, da können wir nichts dagegen tun. Oh, es geht so halbwegs, aber die Fliegenden, muss ich sagen, die sind schon sehr lästig. Die Fliegenden sind extrem lästig. Ja, zwei Fliegende sind uns vorher durch. Oh, die lassen wir wieder die Tower einschlafen. Das muss weg da. Und das da hinten auch. Und das da auch. Weil die lassen mal die Tower einschlafen. Wenn das weg ist, dann haut's hin. So. Zack. Hier. Zack, bom, bang. 3 von 5 Waves. Also, das ist dann schon ein bisschen mehr hier. Ja, es sind nur diese zwei Fliegenden bis jetzt durch. Ansonsten geht's wirklich, Leute. Sehr interessant. Mehr kommt hier nicht durch. Was können wir noch machen? Hier noch ein Stopper vielleicht. Interessante Konstellation. Hier nur so. Oh. Jetzt habe ich hier noch einen Stopper gemacht. Dann machen wir hier nur so einen MG. Da kommt einiges. So, die können ruhig mal ein Turbo rein. Ja, auch noch mal ein MG. Wir werden das nachher dann, wie gesagt, probieren Richtung 3 Sterne. Wenn wir mehr abgegradet sind, dann geht es sicher ganz gut. So, 5 von 5, die letzte Wave. Da bin ich jetzt neugierig, was kommt. Ein Boss. So, wir müssen das da weg. Das da, das Kleine, genau. Der ist gefährlich. Das Kleine, das Kleine, das Kleine. Das da. Das muss weg. Das, das, das. Wieso kann ich es nicht markieren, Leute? Das geht mir so am Arsch. Das geht mir so am Arsch, dass du das kleine Mistzeug nicht markieren kannst. Genauso wie jetzt. Ich markiere den kleinen, er markiert den großen. Das ist richtig lästig. So. Kanonen können wir ein Turbo geben. Einwandfrei. Kohle haben wir ohne Ende. 1, 2. Luftverteidigung mehr und wir haben's. Dann haben wir da 3 Sterne. Das werden wir auch gleich probieren. Ich versuche jetzt hier nochmal einzukaufen. Und zwar machen wir die Tower nochmal günstiger. So, wo ist er, der 17er? Den probieren wir gleich nochmal. Weil ich bin davon überzeugt, dass wir das ohne Probleme hinkriegen können. Und Stopper. Ja. Auch ein bisschen Kohle, genau. So. So, den hier upgraden und wie gesagt die Luftverteidigung. Bis jetzt ist nichts durch, das scheint ganz gut hinzuhauen. Hier auch so einen da. So, wir lassen die Abklingzeit runter und scheißen aufs Geld. Das ist wichtiger derzeit. Und ich würde sagen, die Luftverteidigung Priorität.
und dann der da. Schauen wir, was kommt, je nachdem. Okay, dann vielleicht doch den MG-Tower, muss man schauen. Bis jetzt geht's. Das muss weg, das Ding da. Ich sammle nur Kohle. So, die Dinger müssen weg. Weil die sind gefährlich. Die machen mir die Tower hier platt. Die sind richtig gefährlich. Jawohl. So, der hat eine schöne Range. Das haut wunderbar hin. Das kriegt ihr jetzt dann auch. Wunderbar. Wir nehmen die extra Kohle, weil es ist alles ready. Wolf 3 von 5. So, einen Stopp haben wir jetzt. Bisschen langsamer jetzt zur Sicherheit. Noch ein zweites MG werden wir hierhin backen. So, Hammer. Hier noch einen Stopper hin. Nächste Wave, 4 von 5. Bisschen langsamer, dass da uns da nichts durchkommt. Hoppala, verdrückt. Auch nochmal so ein MG. Haut ohne Probleme hin. Jawohl, ich wusste, das kriegen wir gut hin. Auch weil der Tower hier ein bisschen günstiger geworden ist. Hier machen wir nochmal einen Stopper. Wave 5 von 5, jetzt müssen wir alles geben. Geht um die Wurst sozusagen. Der Boss, den stoppen wir gleich mal. Ah, der muss weg da, das Zeug da, genau. Dann lässt man sonst die Tower einschlafen, den da hinten. Ja, jetzt habe ich wieder den falschen markiert. Das geht mal so im Sack da. Richtig kacke. Machen wir ein bisschen auf Flächendamage hier vielleicht. Wunderbar. Turbo kriegen sie auch noch. Ja, wir haben es geschafft, Leute. 3 Sterne. Ein bisschen Kohle noch dazu. Und alles haut hin. So, jetzt müssen wir schauen. Das hier können wir nur erweitern, dass es länger hält. Und dass es schneller wieder ready ist. Wir gehen zu Level 18. Was haben wir hier? Die Kanone, Artilleriekanone, hohe Range, Ultra High Range, ne, Damage, so. Ja. Aber dafür schießt sie wahrscheinlich nicht mehr so oft. Das ist so eine Art Sniper dann wahrscheinlich, da ist man das MG aber lieber. Oh, was ist das denn für einer? Error Cruiser, der fliegt langsam, aber er ist fliegend. Also mit Fliegenden haben wir hier sehr viele. Jetzt muss ich schauen, die müssen alle hier durch, egal woher sie kommen. Das heißt, ja, wenn der jetzt nicht auf Fliegende geht, die Kanone, dann ist das natürlich scheiße. Schauen wir mal, was kommt und entscheiden wir dann, was wir kaufen. Okay, gut, dann würde ich sagen, hier die Kanone. Ja, dann mache ich lieber das MG. Ja, das hat auf jeden Fall Sinn. Machen wir noch ein zweites MG. Gift. Oh, 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 stopp, 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 da kommen Fliegende. Ah, der schießt schon auf Fliegende, die Kanone, geil. Die schießt auf Fliegende, das ist natürlich super. In dem Sinne, wenn wir die natürlich schon nehmen. Hey, da. Das ist natürlich praktisch, wenn die auf Fliegende schießt.
Die Heiler müssen zuerst weg. Habt ihr das gesehen? Den habe ich übersehen. Das passt mir jetzt aber gar nicht. Das ist mies. Habe ich den übersehen? Das ärgert mich jetzt. Da fange ich nun an, aus Protest. Der eine, der ärgert mich jetzt aber wirklich. Das hat nicht sein müssen, Leute. Oh, zu früh. Jetzt aber. So, die Heiler müssen weg. Och, jetzt habe ich es wieder übersehen. Was ist denn mit mir los jetzt? Jetzt ärgert es mich aber richtig, Leute. So. Kann es denn sein hier, dass die uns so im Sack gehen? So, jetzt geht es wesentlich besser hier. Nicht mit uns, Leute. Nur kein Heiler darf jetzt zu dem hinkommen, da, weil das wäre scheiße. So, der Dicke, der gibt ordentlich Moos ab. Hier werden wir auch noch so eine Kanone nehmen. Ich nehme hier jetzt mal einen Sniper, das probieren wir mal. Der haut richtig rein auf Entfernung. Dann hier noch so eine Kanone. Die ist richtig gut. So können wir leben. Und hier noch einen Stopper. Denn Stopper sind ja auch nichts Schlechtes. Wave 2. Ja, also ich muss sagen, der Range natürlich von dem ist geil. Der snipert alles weg. Das ist wie ein Sniper im Endeffekt. Ja, läuft ohne Probleme, Leute. Läuft ohne Probleme, ohne Stress. Können wir auf schnell lassen. Wave 2 von 3. Und letzte Wave, 3 von 3. Nehmen wir da auch noch so einen Sniper. Oder ich nehme lieber das MG. Was wir aber machen könnten, ist mal den probieren, upgraden, dass die anderen dann schneller schießen. Das ist sicher interessant. Was hat er für eine Range? Ja, es geht. Es hilft ein bisschen hier. Den beiden hier zumindest. Hier noch ein MG-Tower. Wunderbar! Da kommt noch was. Die haben nicht genug, die Gegner. Die wollen immer mehr in die Fresse. Hier mache ich noch so einen Stopper. Und? Habt ihr noch genug? Nein, habt ihr noch nicht. Ihr wollt noch mehr in die Fresse. Was produziert der eigentlich Kohle? Gar keine. Ah doch, 9. So, geschafft. Wunderbar. 46 Kohle haben wir dazu gekriegt.
Ja. Das könnte man nur nehmen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.